Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu dem Geburtstag von unserer kleinen Maus June. June wird heute ein Jahr alt und ich nehme euch heute bei ihrem Geburtstag mit. Ich muss aber sagen, dass wir heute wirklich nicht viel machen, außer einen Familienausflug. Und sie bekommt so ein, zwei kleine Geschenke. Aber die große Feier, die ist tatsächlich am Wochenende. Und da nehme ich euch dann auch nochmal mit. Aber heute dürft ihr gerne den Tag mit uns in einem Eselpark verbringen. Ich wünsche euch super, super viel Spaß. Und wir fahren jetzt los. Und das Geburtstagskind schläft hier übrigens gerade noch auf dem Sofa. Vormittagsschläfchen. Ja, ich habe soweit alles fertig. Ich habe mich umgezogen, werde jetzt gleich mal kurz meine Haare durchkämmen. Habe jetzt gerade die Kameras leer gemacht, dass ich auch genug Speicherplatz habe für euch. Und ich hatte ja gerade auch noch das Shooting gemacht mit June. Das erster Geburtstag Cake Smash Shooting. Super schön geworden. Ich bin sehr gespannt auf die Bilder. Das Video habt ihr bestimmt schon gesehen. Und der Rucksack ist auch schon gepackt. Tada! Und die Geschenke stehen da. Und ich habe sogar noch einen Kuchen gebacken. Ganz, ganz fix einen super leckeren Butterkuchen. Das Rezept findet ihr bei mir auf Instagram unter den Reels. Allgemein könnt ihr mir sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Da kommt jeden Tag eine komplett volle Story und ich nehme euch wirklich fast bei allem mit, was ich mache. Lohnt sich also auf jeden Fall. Da gibt es auch immer so Mini-Vlogs und Lunchboxen, Hauls, also wirklich super, super viel. Und da erfahrt ihr auf jeden Fall immer alles up to date. Genau, und wir fahren eben in den Eselpark und ich freue mich sehr. Da wollte ich schon immer mal hin und ich war da noch nie und ich denke, die Kinder freuen sich auch total. So, meine Lieben, wir sind da, wir sind geparkt. Meine Schwestern sind auch schon da, wir haben die gerade schon gesehen. Und es ist so schön hier. Hier steht richtig viel Stroh. Da kann man richtig gute Fotos machen. Ich hole jetzt mal das Geburtstagskind raus. Die beiden haben nämlich die komplette Fahrt geschlafen. Sehr gespannt, wie die jetzt drauf sind. Aber eigentlich müssen sie ja gut drauf sein. Juni! Ah, da ist sie, Maul. Da ist das Geburtstagskind. Wer hat heute Geburtstag, Juni? Hast du heute Geburtstag? So, hier haben wir immer den Kuchen und sowas. Oh. Zack. So, alles eingepackt hier. Hier ist noch auf dem Arm. Hier haben wir die June, alles drinnen. Und hier geht's jetzt zum Eselpark. Juna hat die schon Geschenke gekriegt. Juni. So, wir sind auch schon direkt am Eingang die ersten Esel. Schaut mal, wie süß die aussehen. Ist das nicht Zucker? Richtig toll. Ja, super, Nils. Klasse. Guck mal, Juni. Toll, Nils. Klasse. Schaut mal, noch mehr Esel. Die sind riesig. Wahnsinn. Das sieht doch aus wie eine Kuh. Oder? Oder so ein Pferd. Oh, guck mal, das kleine da, Lia. Das kleine ist ja niedlich. Ja, das ist ein normaler Esel. Süß. Guck mal, Lia. Oh, die haben aber auch riesen Ohren. Lia, guck mal, was für große Ohren die haben. Möchtest du mal streicheln? Ja. Kannst du streicheln? Komm her! June. June will streicheln. Lia, los, trau dich mal, Schatz. Oh, klasse! Toll! Ganz weich, ne? Klasse. Den Kopf weg. Guck mal da. Nee, doch nicht schnell weg. So, wir sind jetzt hier im Spielgarten.
Der bewegt sich nicht. Bewegt sich nicht? Warte. So, jetzt? Ich möchte in den Boden. Ja, super. Was möchtest du denn machen, Schatz? Vielleicht einmal so fahren. Und jetzt wieder auskippen. Bist du hier die Krankenschwester? Und ich kranke die Kinder. Ja, so eine Feuerwehrweste jetzt an hier. Ja. Schick, wow. Ich Toll sieht das aus. Helm. Ja, dann mal los, hol dir mal einen Helm, Schatz. Erstmal aufessen. Und ich helfe ihr. Warte, sie macht das. Sie macht das super. Zieh, Jonas. Zieh. Ich helfe mal. Und. Boah, fett das eingepackt. Mali. Junge. Was ist das? Boah. Junge. Ah, die Idee erst mal von mir. Guck mal. Ich finde die so geil und Nils liebt es heute. Da, Junge. Oh, wie cool. Wie das da auch, Nils? Hey, das kommt von euch. Ja. Guck mal, dein Gold. Willst du das mitnehmen? So, ihr Lieben, hallo, wie ihr seht, sind wir wieder zu Hause und ich hoffe, euch hat dieser kleine Vlog gefallen. Gestern war wirklich ein richtig, richtig schöner Tag. Wir sind dann noch nach Hause gedüst und haben versucht, die Kinder schlafen zu legen, aber das lief gar nicht gut. June war tatsächlich noch bis 22 Uhr wach, obwohl wir so viel gemacht haben, aber die war einfach so aufgeregt, glaube ich, von dem Tag. Ich glaube, sie hat es wirklich gespürt, dass es wirklich um sie geht. Ja, wir haben euch ja die Geschenke auch so ein bisschen gezeigt. Wir haben ihr nur 2 Tutut-Flitzer geschenkt, weil wir wollten sie jetzt auch nicht so überhäufen. Meine 2 Schwestern haben auch noch 2 Kleinigkeiten geschenkt und der Rest kommt dann alles am Wochenende. Das zeigen wir euch dann auch. Der Tutut-Flitzer kam übrigens am besten an. Ich zeige euch den nochmal. Der wird hier nämlich schon den ganzen Morgen wieder bespielt. Und zwar, hier ist das diese Feuerwehr. Und June liebt die einfach. Das ist wirklich ein Top-Geschenk gewesen. Jetzt kommt sie auch schon wieder direkt und will den wieder haben. Also, das kam wirklich 1A an. Den haben wir ihr, wie gesagt, geschenkt. Und dann einmal hier noch das Wohnmobil gab es von uns. Halt einfach so Kleinigkeiten, ne? Wir wollten sie ja auch nicht so überhäufen. Sie bekommt von uns natürlich noch etwas anderes. Aber das, wie gesagt, gibt es dann am Wochenende. Ich wollte mich jetzt hier einmal verabschieden von dem Vlog. Ich würde ihn direkt schneiden und möchte euch den auch direkt hochladen, dass ihr auch ja, wisst, was wir gestern so Schönes alles gemacht haben. Falls ihr das Video toll fandet, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt uns gerne ein liebes Kommentar. Da freuen wir uns riesig drüber. Und, was wollte ich noch sagen? Genau, bei Instagram könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Da gab es gestern auch ganz, ganz viele Bilder und ein Video für euch. Und ja, da nehmen wir euch natürlich auch jeden Tag, den ganzen Tag immer mit und zeigen da immer alles. Und dann freue ich mich aufs Wochenende. Ich kann es kaum erwarten. Ich werde euch natürlich wieder bei den Vorbereitungen mitnehmen. Wir fangen Samstag schon an. Da backe ich dann auch schon die Torte und sowas. Und dann nehme ich euch dann auch überall mit. Ich freue mich total auf das Video und bin gespannt, wer da von euch da alles dabei ist. Tschüssi!